Alles klar, Leute. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge. Mit einer weiteren Folge. Sleeping Dogs. Die schlafenden Hunde. Mit einer neuen Folge mit Wei Shen, unserem Boy Alibaba. Und natürlich Dog Eyes. Dem wollen wir noch den Arsch versohlen. Den Hintern versohlen. Ich bitte um Entschuldigung. Den Hintern versohlen natürlich. Wir sind hier wieder am Start. Nach 3 Wochen Pause circa. Ja gut, was ist Pause? Ist ja nicht unbedingt eine Pause gewesen, aber zwangshaft eine Pause, sagen wir mal so. Das trifft's eher. Es war nämlich wieder Klausurphase. Das nochmal als kurzer Exkurs. Und der Grund, warum da auf jeden Fall es wieder eine Pause gab. Wir sind aber hier wieder. Ach, da kommt auch schon. Da haben wir wieder schon wieder zu lang gelabert. Dass das Intro auch schon wieder kommt. Wir machen hier auf jeden Fall wieder da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Ich weiß auch schon nicht mehr wo. Wir machen aber auf jeden Fall an der Stelle weiter. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Unser Zuhause sieht so aus, wie wir es zuletzt gelassen haben. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Haben wir uns gewollt diese Klamotten angezogen? Hatten wir nicht unseren Badass MMA Nate Diaz Outfit? Na, wir gehen mal raus. Wir gehen mal die Steuerung. Natürlich, natürlich. Zack, zack, zack. Alles beim Gleichen. Alles beim Alten. Alles beim Selben. Und damit holen wir uns auf jeden Fall schon unser Bike hier schon mal raus. Zack. Wir sollten aber auf jeden Fall mal uns mal ein neues Auto zulegen. Weil Motorräder, naja. Ihr seht ja den Einlenkwinkel. Das ist, also das ist gerade komplett eingeschlagen. Wollte ich mal erwähnt haben. So, gut. Treffen Sie Winston. Modetipp machen wir jetzt nicht. Wir sind schon Mode-Trendsetzer. Drogenrazzia Fulong machen wir jetzt auch nicht. So, was haben wir denn alles an Missionen? Haben wir alle unsere Cop-Missionen schon abgearbeitet? Sieht stark danach aus. Das ist ein Hahnenkampf. Okay, okay. Was haben wir denn hier noch? Ja, tatsächlich. Okay, gut. Das sieht auf jeden Fall stark danach aus. Wir fahren zu Winston, zu unserem Boy. Und schauen mal. Ah ja, natürlich. Und schauen, was unser Boy zu sagen hat. So. Ja, natürlich. Wait, we've been waiting for you. You guys smell something? Huh? I do. It's a sexy girl, sure. Wie Ratte? Was für Ratte, hä? Rats way? Wie ist er denn auf die Spur gekommen? Conroy gave me all the details when he was helping me out on that mini. So Sarah! Who the fuck do you think you are, huh? You come in out of nowhere and suddenly our guys start to get arrested? He ratted out Popstar Winston! I know he did! What you gonna do to him? Was hat denn der für ein Deagle, Alter? Holy fuck! Is that right, mate? Verchromt, vergoldet und verziert. I sent you to Popstar. And now he's in jail! Yeah? And who stands to gain the most from that? Alter, verchromt, vergoldet, verziert. No more scraps for you. You supply the whole city with drugs. You and Dog Eyes. Popstar is gone, but you're still dealing, aren't you? Aha. So who's supplying you? Ja, Jungs. Hirn einschalten, ja? He's a rat. He's a fucking rat. Take him to Hulk out, young enough, sir. You're still working for that bastard, aren't you, man? Wait, listen, I swear. Oh, he's a dirty fucker, man. Oh, I'm not saying, man, you are. Holy. Das ist bitter. Das ist bitter. Ah. Und wer macht das sauber? Ey, wir haben eine Statue. Ey, Winston. You gotta believe, my man. You gotta believe. Alright? In me. You gotta believe me. Verstehen wir uns, Winston? Okay?
So, gut. Gut, dass wir das auch mal geklärt haben. Ja, kein Grund für... kein Grund für Albträume. Ist ja gut. Wei Shen. Wir klären das schon mal, Homeboy. So. Ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Raymond, gehen Sie zu Pings PC und das Paket ab, kommen Sie dann ins Golden Koi. Okay, ja, das machen wir mal. Das machen wir mal. Bisschen Frühsport. So, Sport am Morgen ist immer gut. Ne? Bisschen hier... Bisschen die Beine dehnen, zack, zack, zack. Bisschen stretchen. Paar Stretch-Übungen, zack, zack, zack. Schadet ja nie. Die Cops abhängen. Hallo, Digga, piss dich. Folgen wir uns eigentlich auch hier rein? Nee, ne, wahrscheinlich. Oder? Safe House? Ja, chillig. Gut, das hätten wir auch geklärt. Ich meine, seit wann ist es eine Straftat, sich die Beine zu dehnen? Holy fuck. Okay. Wo kam der überhaupt her, der Kopf? Naja, gut. Das soll jetzt nicht länger stören. Wo haben wir unser Bike? Können wir hier rein? Okay. Unser Bike ist weg. Wir wollen uns aber auch eh ein neues Fahrzeug mal besorgen. Wir machen mal weiter mit Lauschangriff. Mal gucken, was der gute alte Winston Los Winstonos uns zu berichten hat. Wir schauen da mal eben vorbei. Man munkelt, es wird sneaky. Sneaky leaky. Zack. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, wir holen uns einen Roller. Also, das ist das wendigste Fahrzeug in diesem Game überhaupt. Nicht, dass ich die physikalischen Gesetze in Frage stellen würde hier in diesem Spiel, ne? Aber ich muss ja sagen, das hält sich schon in Grenzen. Mit dem Ende. Ping Ping? Da bin ich Pong. Ping und Pong. Alright, not Ping. I'm picking up hardware for Orange Lotus. You know it? Orange Lotus? Orange Lotus? Sure. Ist das nicht mein Pong? This is some pretty sophisticated stuff. Aha. I'll manage. Of course, of course. My number's on the package. You need a hand getting slot X into socket Y? Oh. Give me a call. Oh, yeah. Das werden wir. Das werden wir auf jeden Fall. Mach die da mal keine Sorgen. Did you get the bug? I got it. Yeah, haben wir. Jo, wahrscheinlich. Dieb fassen und Wanze wieder beschaffen. Okay. Das wird ja kein Problem sein. Hoffentlich. So. So, das, was du kannst, das können wir schon längst, Minion. Ey, Wei Shen. Beweg ich mal. Die. Da unten habe ich einen Koffer gesehen. Den haben wir, glaube ich, aber schon geöffnet, meine ich, oder? Okay. Digga, was wird das hier jetzt? Ich mache euch alle vier platt. Komm, deine Jungs sollen da auch mal kommen. Hä? Was machen die? Stretch-Übungen. Die will ich weiß Bescheid. Zack, zack, zack. Oh. Zack, 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 zack. Wer hupen da? Alde! Zack! Komm mal her! Komm mal her, du! Stark! Die Tragtasche holen. Okay, haben wir. Haben wir soweit. Gut. Raymond, my boy. Berichte, was haben wir hier an Berichten? Haben wir jetzt irgendwas übersprungen? Wahrscheinlich schon, ne? Na gut. Kontakt zu Raymond anrufen. Our surveillance team reports that you should be able to get onto the roof from the construction site next door. Okay. Whatever you do, don't let them see you planting that bug. No shit. Alles klar, alles klar.
gehen zum Restaurant. Haha, schade. Diebstahl, ja, ja. Diesen Kopf. Alright. Wir dürfen sowas. Alright. So. Sehr schön. So. Lol. Dämpfphysik. Was? So. Gut. Da mal hier hoch. Da müssen wir mal klettern, sie hier auf die Kamera, um in das Golden Koi zu gelangen. Alles klar. Oh, stark, stark, Ding. So, einmal hier hoch. Einmal dort entlang. Sehr schön, sehr schön. So, zack. Einmal hier rüber. Ein wehschönes Restaurant. Hier sehen wir auch schon direkt einen Koffer. Den nehmen wir auch mit. Tresor, stimmt. Tresor hießen die hier. Ja, moin. So. Einmal rein da. Wenn du was zu sagen hast, rede. Der Kerl hat mich so ausgegeben, wenn Docker es Ärger macht. Digga, was willst du sagen? Ich wette. Leute. Ich wette mit euch. Ladies und Gentlemen, ich wette, dass die jetzt wieder reinkommen. Genau wo wir es platzieren. Laufen die rein. Safe call. Safe call, safe call. Los, 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 los. Los, 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 komm schon, komm schon. Komm, 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 komm. Sehr schön, sehr schön. Jetzt schnell zu, schnell zu, schnell zu. So. Okay. Keiner hat das gesehen, sehr schön. So muss das sein. Knacken das Schloss. Schloss knacken. So, zack. Zack, zack, zack. Sehr schön. Das hätten wir dann auch. Okay, gut. Alle weg. Keiner wacht auf uns. Das ist schon mal gut. Das ist gut, das ist gut. Kopferfahren. Psychologische Beurteilung. Wei Shen. Neubewertung. Ah. Wir haben eine Auflage bekommen. Neuer Fall verfügbar. Die Jadestadt. So. Wir bringen dann mal eben unsere Jade-Statue zurück. Denn neuer Stuff ist immer gut. Machen wir eben schnell. Aber den Bullen hier anholen. So, zack. So, einmal rein hier. Hm, vielleicht können wir da sogar reinfahren. Ammo! Ammo, ich hab den Hund gefunden. Ammo! She was an addict. She couldn't kick it. It's not a very interesting story, I suppose. Okay. But in light of that, your chosen career is rather interesting. To me anyway, knowing who you are. Jo, 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 das lang, ja. And I think in return, you shouldn't ask me about my career. Fair enough. Alright, alright. What would you? Das sehe ich auch so, Ammo. So, was haben wir denn alles? Das haben wir schon mal. Haben die irgendwann mal benutzt eigentlich? Knieangriff. XXX halten. Dreimal tippen, einmal halten. Spinning Heel Kick. Dreimal tippen. Ne, zweimal tippen, halten und dann wieder tippen. Und hier. Dreimal tippen und einmal halten. Okay. Boah, was soll ich sagen? Das ist,
Die Sache ist, haben wir eigentlich genügend Jadestatuen, dass wir hier beide Zeilen voll kriegen? Wahrscheinlich ja nicht. Dass wir nur einen Strang jetzt wahrscheinlich nur voll kriegen bekommen. Voll bekommen. Ja gut. Ja, Griffe wären ja eigentlich auch ganz nice gewesen. Angriff nach einem Tackling. Halten Sie A, A und B und dann X, okay. Gut, dann machen wir hier mal weiter. Das wir's, gut, dass wir es auch mal aufgefrischt haben. Antippen, antippen, halten. Antippen, antippen, halten, antippen. Und hier antippen, antippen, halten. Ne, dreimal antippen, einmal halten. Okay. Gut, einlösen. Halt. Dann füllen wir den oberen Strang voll. Ne, holen die Ulti noch mit. Und dann schauen wir weiter. Ist das nicht derselbe Kick, den wir schon die ganze Zeit benutzen? Huh? Ey, das benutzen wir noch die ganze Zeit schon. Ah, zack. Das ist der Move gewesen. Der ist ganz gut, den benutzen wir, glaube ich, jetzt öfters. Zack, zack. Sehr schön, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Ja, machen wir. Machen wir mal, boy. So. Gut, dann hätten wir das auch auf jeden Fall. Spinning Heel Kick. Ich meine, den Kick konnten wir ja die ganze Zeit schon, deswegen verstehe ich gerade nicht, warum wir das unbedingt freischalten mussten. Aber man muss ja nicht alles im Leben verstehen, ne? Das ist wahrscheinlich auch eines der Sachen, die man jetzt nicht verstehen muss. Das müssen wir jetzt nicht verstehen. Warum wir eine bereits gekonnte Technik jetzt nochmal neu lernen müssen. Aber gut. Witzigerweise, wenn man einmal die Bremse betätigt, dann kommt das kommt der Roller nicht mehr ins Stehen. Zum Stehen. Eine ruhige Fahrt. Pannenhilfe, ne. Ruhige Fahrt. Und was ist das? Was ist denn das für eine Mission? Oh, Frisky. Was sagt er hier? Naja. Wir sind für die Mission hierher gekommen. Das machen wir auch mal eben. Zack, einmal hier hoch. Sehr schön. Mal schauen, was die Boys wieder zu sagen haben. What do you know about the underground? Ah, wie hieß der Inspektor nochmal? Well, they drive fast. Occasionally they crash into something. Yeah, and occasionally they end up killing each other. Well, that's manslaughter at best. But these last couple of files don't feel like manslaughter to me. It's got more of a deliberate feel to it. You want me to check it out? Yeah. Get into the circuit and see what you can find out. All right. See you. Aha. Gängischen Inspektor. Mann. Haben wir eigentlich auch eine Jadestatue? Way, Jackie, wen muss ich anrufen, wenn es zum Rennen geht? Ace, groß nur im Rennzirkus. Was ein Wort, Rennzirkus, alles klar. So, Ace anrufen. I'm Way. Way Shen, you up for a race? Yeah, sure. Long as you don't mind losing. Besorg dich schon mal das beschlagnahmte Auto. Besorg dich schon mal eine Ersatzkarre. Diggi. Du wirst auf jeden Fall dein Auto bei dem Rennen verloren. Ey, was pisst du die Wand an? Ordnungsamt. Du wirst auf jeden Fall dein Auto verlieren. Das steht fest. Treffen sich mit Ace. Hier war doch irgendwo ein Autohändler. Richtig. Wir haben hier doch irgendwo. Ah, genau, da. Dort ist der Autohändler. Den markieren wir mal eben. Die Frage ist, wenn wir uns das Auto jetzt kaufen, ob das direkt in der Garage landet oder ob wir da fahren müssen. Und wir nach dem Kauf das Auto noch separat wieder liefern müssen.
also in der Garage abstellen muss. Das wies ich gerade mit. Können wir rüber? Sehr schön. Wir wollen das Auto ja nicht direkt schrotten. Zack. Einmal rüber. Ah, Leute. Dorffuchs. Ne? Dorffuchs. Ja. Das war das Hyänenauge. So, ja. Hier, zack. So, dann einmal hier wieder rüber. Ach du Scheiße. Ey, Digi. So. Gut. Da treffen wir uns einmal mit Ace. Wer sind die denn? Die Kekos. Aha. Und du bist? Los Aesos? Okay, okay, okay. Dürfen wir die auch rammen, by the way? Hä? Versteh ich nicht. Zack. Okay, wie es scheint, dürfen die auch legit rammen. Das sieht ganz danach aus. Ah, shit. Damn. Das haben wir komplett verkackt. 15% erledigt. Okay, scheint nicht der Fall zu sein, dass die da kaputt gehen, die Autos. Aber unser ist schon. Komm, gib Gummi. Go. Otto. Stark. So muss das, so fahr ich gerne rennen. So und nicht anders. Aber 36%, das sollten wir schaffen. Zwei Drittel haben wir noch vor uns. Ungefähr. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Streckentechnisch, distanztechnisch und zeittechnisch. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Nice. So, das ist glaube ich schon der siebte Gang. Den achten kriegen wir auch noch rein. So, gleich kommt der neunte. So. Komm, schalt hoch. Du hast so neun Gänge, Digi. Ja, danke für den Schubser. Immer wieder gern. Jetzt wird das langsam aber eng. Sehr schön. Nix wird hier eng. Nix. Gar nix. Stark. Ach komm schon. Lol. Schaut euch die KI mal an, der hat abgebremst ohne Grund auf einer geraden Strecke. Also verlieren kann man hier ja gar nicht, wie es scheint. So verstehe ich das zumindest. Also kommen so Amateure sind wir jetzt auch nicht. So, aber erste sind wir auf jeden Fall. Sind wir zweiter Uhr? Was war das? Achso. Ja. Wahrscheinlich. Wie dich nehmen, Dinger? Was ist los? Oh ja? I'll take you down too, Hotshot. Just as soon as my car is fixed. Stark. Was gibt's denn da zu fixen bei dir? Straßenrandszene infiltriert. Sehr schön. So. Oh, $1,200? Das ist gut. Ein beschlagnahmter Rennwagen frei. Ey, geil. Ja, sehr schön. Perfekt. Hey, Way, ich brauche Ihre Hilfe. Okay, Tiffany, wer ist Tiffany? Das ist die Olle, die wir beim Sparring getroffen haben. Beweiskette. Hier fahren wir mal eben. Okay, wie machen wir das? Kleinen Moment. Wir können bestimmt unser Wagen hier parken, oder? Geht das? Ne.
Dann lass mit dem mal kurz quatschen. Ah, sehr schön. Okay. Gut, wo ist unser Wagen jetzt? Ne, egal. Wir fahren immer zum Händler, weil, wie es scheint, gekaufte Autos werden dann auch direkt in der Garage auch direkt sehr gut. Auch direkt abgelegt. Deswegen. Deswegen machen wir das auf jeden Fall so. Huh? Huh? Lol? Seit wann? Sehr gut. Du kommst einmal mit. Okay, der ist down. Seit wann geht denn das bitte? Die Wand hochklettern und dann ein Spinning Kick einfach. Stark. Ach krass. Wenn wir nichts machen? Okay. Geil. Das müssen wir mal kombinieren. So, gut. Was hat der Boy alles? Ansehen 3. Oh, das sieht nice aus. Können wir uns alles nicht kaufen? Ansehen 3. Wie bekommen... Oh! Der Terry GT. Bismarck ist wahrscheinlich schon Rolls Royce. Wie bekommen wir denn Ansehen? Was? Was? Digga? Was beleidigst du? Was gehst du auf Mom? So. Dann, wir lassen unsere Schrottkarre da mal liegen. Und nehmen hier uns mal eine neue Karre. Ich frage mich jetzt aber auch, wie wir Ansehen bekommen. Ich meine, normal haben wir ein Ansehen, Digga. Da küsst der Präsident uns die Hand. Wisst ihr, ich meine, so ein Ansehen. Ja. Aber... Hier Rang 2. Okay, ich schau mal eben schnell nach, wie wir Ansehen bekommen. So, also, ganz simples Konzept. Ansehen bekommen wir dadurch, indem wir Leuten einen Gefallen tun, an uns oder an Rennen beteiligen und. Sprich, die gelben Marker, wir haben ja neben dem Polizeirevier oder Hideout versteckt, da haben wir auf jeden Fall so einen gelben Marker gesehen gehabt. Und ja, wenn wir die gelben Marker erledigen, dann bekommen wir auf jeden Fall Ansehen. Ist das Karaoke? Der Bam Bam Club. Karaoke tatsächlich, okay. Auf jeden Fall, ich werde hier ein bisschen Ansehen farmen, aber offline. Nicht in der Folge. Das ist Ansehen farming, das muss man nicht sagen. What's wrong, huh? A gun. Yes. Charlie made me carry it in my purse for him. He didn't want the cops to find it, so he made me take it. And now he's gone and I don't know what to do. Alter, wie fett ist die Waffe bitte? Was ist für eine Waffe? Yes, and you took over, right? So in a way the gun is yours too. You'll take it, won't you? Sure, I'll take it. That's it? That's your big problem. Yes. Thank you so much, Wei. Aha. I knew I was right to trust you. Kein Problem, hättest du die ganze Zeit gefragt. Thanks, Wei. You're the greatest. Oh, ach. Oh, nicht der Rede wert. Komm, ey. Das weiß ich doch schon. Ich schmeich jetzt mir da aber. Also. Kontakte Raymond anrufen. Hello. Raymond, I got something. Something for ballistics. A weapon belonging to one of Dog Eye's men. Do you know Charlie Pang? Wait, how did you get Charlie Pang's gun? Never mind. Can you use it? Alright, meet me. I'm on my way. Okay, sehr schön. Mit Raymond. Immer diese Unterführungspunkte, ne? An Unterführungen sich treffen. Ey, wir werden sowas von auffliegen irgendwann. Merkt euch meine Worte, Leute. Holy shit, was soll das? Was geht da ab, bitte?
Was ist da gerade passiert? Sterben, wenn wir hier hochgehen? Alter. Die poltert sehr richtig. Hier poltert sie richtig, ey. Naja. Wir machen auf jeden Fall weiter. So. Oh. Da haben wir eine Laterne übersehen. Also die Kameraführung ist ja jetzt nicht unbedingt nicht so lecker. Ne? Zack. Einmal hier. Sehr gut. Einmal ein bisschen gutes Karma punkten. Gutes Karma punkten. Lass mich mein Karma bekommen. Bleib hier. Ey, Digga. Lass mich mein Karma punkten. Ich will gutes Karma haben. Ey, Digga! Ach komm! Der gönnt mir mal ein gutes Karma nicht! Wie kann man nur so läppisch sein? So. Was stand da? Radkreuzbild. Geil. Oh, lieb. Alter. Ja, stark. Stark auf jeden Fall. Und du, meine Liebe, was machst du da? Schaust du gern zu, oder was? Oh, die lebt immer noch. Naja, gut. Heute ist ein Glückstag auf jeden Fall. So. Das war wieder eine kurze Explosion. Da wären wir wieder bei unserem Boy. Hier am Stissel. Wer liegt da? What are you doing here? Where's Raymond? This is something I wanted to handle personally, Way. Do you have Charlie Pang's gun? Yeah. I'm sure you've noticed the guns are something of a rarity in Hong Kong. Not like in the States. This particular gun is quite important. So who's the dead guy? I was hoping you'd help me with that, actually. Mit dem Tattoo am Auge. Shen, take up a firing position. Ah lol, jetzt heißt es, der Boy hat den abgeknallt. Yeah. Alright, listen. It's simple. We'll have to recreate the fight. Uh-huh. You think you can rip me off? Uh-huh. Oh, hang on. Let's just talk about this. Let's go. Damn it. Oh, die haben UMPs. First, he was in cover behind the barricade. Okay. Get down behind that barrier. LB, zack. Sehr schön. Ich kann gerade nicht entscheiden, Sir. Ob Realität oder Fake. Deckung kurz verlassen. Etisch. Okay, Deckung kurz verlassen. Etisch schießt. Ja. Sehr gut. Blind feuern. Alright, good. By now, the van must have appeared on the scene. Schießen die auf mich? Okay. Verlieren wir auch Leben? Then he must have run through over there. LB, um Deckung oder diese zu verlassen. Okay. Shooting at the guys over there. Geil. Digga, jetzt stirb. There was a shooter firing shots from the passenger window. But he couldn't get a clean shot, so he pushed forward. Können wir eigentlich killen? Ja, ne? Wir stehen mit einem Sprungschutzhüll. Ah, okay. Drücken Sie auf Springen, während Sie in Deckung sind.
Lord. Wie geil. Sauber. Keep going. Come on. Okay. Relax, my boy. One more thing. He would have tried to get away. Yeah. But Charlie disabled the car. Okay. Alle? Wahrscheinlich schon. Where are you going, Wade? Ach so, okay, gut. Und jetzt? Your weapon, officer. Good firing, Way. Pedro! What are you doing? I told you he wasn't important. Now he is. He's going to help us nail Charlie Pang. It's for the greater good, Way. You understand? I don't think I do, sir. Way, I know who you are. You're just like me. You do what must be done. Local PD is on their way. You should go. Come, let's go. Ich meine, der war ja eh schon tot, Digga. Okay, ist jetzt zwar nicht unbedingt das Schönste, ne? Aber auf einen Toten, ja, einen Toten zu töten. Auf ihn zu schießen, auf jeden Fall. Ist ja jetzt nicht das Schönste, ne? Aber. So, wir haben ein Point, aber was machen wir damit? Beide Stränge haben wir schon mal angefangen. Wie bekommen wir hier Zeitlupenfolge? Entwaffnen oder mit deinem Nahkampf, okay. Ja gut, Schusswaffen haben wir aber noch keine, ne? Wake kann zielen, während er bewaffnet von einem Fahrzeug springt. Alter, what the fuck? Wir haben weder das eine noch das andere irgendwann mal gehabt. Gut. Go. Da, shit. Sag das. Kurz antäuschen. Zack. Wischen. Ey, Digga, jetzt aber nicht sterben, ne? Ich würde eigentlich wieder runterfahren. Damn. So, komm. Sehr schön. Sehr gut. Inspector Tank. Wir haben eben erfahren, dass Mrs. Chu's Restaurant angegriffen wird. Okay. Tipp erhalten, wo Hotshot ist. Folgen Sie mit dem Truck und verwandeln Sie ein Auto. Ey, Digga, bald haben wir die ganze Hongkong verwandt. Junge, my man. Revanche. Zack. Oho. Stark. So, sehr schön. Scheißegal, wo ist sie? Alter, haben wir so von Winston. Winston, I just heard. Your mother? She's fine. Okay. But two of our people were killed, and a couple customers were wounded. The police are there now. Wait. He went after your family? Dallo, everyone's outside. Waitress, you always should fight. Wer ist Dallo? Listen up! We're hitting his sweatshop on the waterfront. Ah, that's a Tresor. All his trucks move to that place. It's how he makes his money. I want it burned to the ground. Siwa runs the operation. Siwa. God's heart in the shadow grave. Siwa. Simwa. And don't turn me here. It's over. Winston, are you sure about this? Of course I'm fucking sure. Look, what's the chairman gonna say when he finds his warehouse floating in the ocean? He's not gonna like it. But there's no way Dog Eyes walks away from this. So burn the warehouse, but take Suha alive. Put him to work for you, and give the chairman a bigger debt than he was getting from Dog Eyes. Macht doch mehr Sinn. My man. Okay, do it. Bring him alive. Ja, Digga, das ist kein Problem. Das machen wir easy. Also, den zu schnappen. Digga, du musst das nur sagen. Dem Fahrzeug der Water Street Boys.
Dogeye's gotta know he fucked with the wrong people. Die Backstreet Water Boys. We're short a gun. You're good with your hand, Shen. Let's see what you can do without iron. Look, hold on. You shouldn't go in shooting in. There'll be workers in. Hey, doch, Digga, gib mir eine Knarre. Her damit. Man weiß. Alles klar. Man weiß ja nie, was passieren kann, ne? Immer her damit. Sicher ist sicher. Ist er tot? Believe me, you better have some bodies on you before the night is over. I want to see proof that you're not a cop. As far as I'm concerned. Okay, ja, Digga, kein Problem. Du bekommst deinen Beweis für. Alles easy. Alles easy. Da haben wir wieder so einen Tempel. Die Tempelchen. Ich da nicht. I'll look around, you wait for my signal to okay. Attack. Wahrscheinlich wird die Mission abgebrochen, wenn wir jetzt da hinten hinlatschen. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Klopf, klopf. Oh. Sieht interessant aus. Die Anlage hier sieht interessant aus. Okay. Oh. Was sagt der? Erkunden. Wie erkunden? Sollen wir jetzt einfach reinlatschen? Das ist es. Ey, Digga. Wir haben noch gekontert. Zack, zack, zack. So, sehr schön. Zack. Zack. Einmal auf die Fresse. Sehr schön, sehr schön. So muss das. So muss das. Hier, Digga. Zack. Ja, hier einmal rein. Da, ja, sehr schön. Sehr schön, Digga. Du bist hier der Nächste, ey. Wohin mit dir? Komm mal einmal her mit. Einmal her. Zack. Zack. Sehr gut. Das will ich mal erkunden. Fertigungsanlage erkunden. Zack, zack, zack. Ringe. Verzichten Sie bei Ringe auf Angriffe. Okay. Ich weiß nicht, ob ich auf irgendetwas verzichten muss. Ah, shit. Sehr schön. Oh, 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 oh. Digga, ich hab geblockt. Ah, lol. Sehr schön, sehr schön. Shit, shit, shit. Sehr schön. Ey, wir haben aber auch nicht mehr viel Leben, ne? Wir stecken auf jeden Fall nicht mehr viel ein. Zack, lol. Zack, zack, gib mir ne Messer. Zack, 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 zack. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der war gut, der war gut. Sehr schön. Was geht mit dem anderen? Können wir nicht einmal hier in den Ofen rein? Ne, schade. Was ist das denn für ein Otto, ey? So, wo können wir mit dir einmal hin? Mach mal ruhig jetzt. Okay. Komm mal mit, du. Komm mal mit. Sehr gut. Ach, geht ja weiter. Sprungentwaffnung. Also, Digga. Ey, der knallt uns jetzt doch ab. Digga, jetzt geht down. So, können wir hier reinstecken? Lebt er immer noch? Ja. Ich will schon sagen. Um ihn zu entwaffen. Ja, von hier aus, oder?
Okay. Sehr gut. Und ist er down? Ja. Will ich auch hoffen. So, was haben wir? 42 Schuss haben wir. Das ist auf jeden Fall mehr als genug. Also. Sehr schön, sehr schön. Master des Blindschießens. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein Headshot, ein Headshot. Ja. Ah, schade. Alter, die war verfetzt. Die war verfetzt. Sehr gut. Ah, Digga. Was, der lebt noch? Wie, der lebt noch? Okay, soll ich schon sagen? Okay, das sieht nix. So. Okay, da haben wir mehr Moon auf jeden Fall. So, gut. Dann einmal weiter hier. So, was haben die für Waffen gehabt? Auch eine 9mm. So, zack. Dann machen wir hier einmal weiter. So, sehr schön. Oh, der wurde richtig durchschnagelt. Zack. Digga, wieso stellt ihr euch aber auch neben diesen Fässern hin? Das versteht kein Mensch. So, haben wir noch irgendwas an Waffen? Irgendwie eine Revolver oder so? Wäre auch nice. Gegen den Revolver. Stark, stark. Stark. Whoa, 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 was war das für ein Move? Holy fuck. Also echt saftig. Also ich muss ja sagen, Leute, ne, es war auf jeden Fall ein softiger Move. Das muss ich. Was ist das denn? Komm, Elfchen, komm. Raus da, raus da. Ist er tot? Oh. Siwa. Wer war das? Aha, aha. Aha. Ja, bestimmt direkt. Ja, sollten wir sogar. Also, was soll ich sagen, da explodieren links und rechts um die Ohren die ganzen Fässer und der sagt, jetzt brennt es aber richtig stark. Das denke ich auch, Digi. Los, 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 los. Zack, sehr schön. So, go, 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 go. Digga, die dreckigen Cops. Go, 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 go. Ey, Digga, aus dem Weg. Halten Sie nicht das Ziel. Ah, drücken Sie an, wenn der Fall. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt weiß ich, was wir da machen können. Oh, sehr gut. Gut, so hätten wir uns... So hätten wir uns theoretisch auch...
Da hätten wir theoretisch auch den anderen Fertigkeitsbaum eigentlich nehmen können. Dürfen wir die nicht treffen oder was passiert da? Wir machen mal eben Folgendes. Stark. Ja, Digga. Ja, ja, Mann. Shut up, shut up. Shut up, shut up, just shut up, shut up. Shut up, just shut up, shut up. Shut up, just shut up, shut up. Digga, wie fahren wir durch? Go, 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 go. Digga, frag mich erst einmal doch, ob es mich überhaupt juckt. Hm? Wie wär's denn damit? The fuck is wrong with you? Ja, natürlich war's das Ding. See you. Nice to motherfucking meet you. From tonight on, your partnership with Dog Eyes is done. Take a ride. We can talk about the terms of your new partnership. Sauber. You did good. Here, a little token of my respect. Give this up and there's a lot more. I get the feeling things are looking up for the Water Street Boys. Thanks, boss. For the Water Backstreet Boys? I don't do this often. But, I'm sorry, man. I'm sorry, I was wrong about you. You show your true colors tonight, brother. Yeah, thanks, brother. Thanks, brother. Brother from another mother. So, was haben wir hier? Oh, sehr schön. 25.000, Alter. Holy. Big Smiley. Lass mal schauen, was wir ein neues freigeschaltet haben. Okay. Und hier? Ja, komm, nehmen wir. Nehmen wir einfach mit. Können wir machen. Schadet ja nicht. Dort schadet ja nicht. Lol, jetzt haben wir die Waffe. Sehr gut. Sollen wir die abknallen? Hm? Digga, was wollt ihr? Hm? Hm? You vibing or what? Hm? Komm mal her. Komm mal her. Oh, 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 ganz, ganz stark, ganz stark. Oh, oh. Oh, Diggi. Scheiße, scheiße, scheiße. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war knapp, das war knapp. Boah, Digga, das war knapp. Oh, ey, nein! Das kann nicht sein! Digga! Wir hätten ja einfach abknallen sollen. Alter, fuck! Fuck! Ich box auch mal die Wände, wenn ich abgefuckt bin. Scheiße, Alter, das kann doch nicht sein. Motherfucker! Das kann doch nicht sein, ey. Als ob wir gegen solche Autos gestorben sind. Belastend. Das ist ja mal mega belastend, ey. Das ist ja mal mega belastend, ey. Naja. Naja, naja, machen wir weiter. Man kann ja nicht immer alles haben, ne? Man kann ja nicht immer alles haben. Und so auch nicht, Leute. So auch nicht alle Folgen an einem Stück, denn sonst hängen wir noch bis morgen hier. Ja. Wir machen auf jeden Fall an der Stelle einen Cut. Das war wieder eine actionreiche Folge. Auf jeden Fall wieder ein guter Start nach der
der eigentlich ungewollte langen Pause. Das war auf jeden Fall wieder ein guter Einstieg. Lol. Gut. Gut, wie lassen wir das dabei, bevor das hier wieder ausartet. Gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit einer weiteren Runde Sleeping Dogs. Genau hier, wo wir aufgehört haben, machen wir hier wieder weiter. Mit unserem Boy, Wei Shen, der mittlerweile seine Zuckungen bekommt. Wir machen hier auf jeden Fall weiter. Bis dahin, Leute. Macht's gut.